بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, diese letzten Nächte vom Ramadan, in denen wir Laylat al-Qadr versuchen, durch unsere guten Taten zu erreichen. In diesen letzten 10 Nächten kommt es insbesondere auf eine Ibadah an. Es gibt eine Ibadah, die noch wichtiger ist als das Beten in der Nacht. Es gibt eine Ibadah, die noch wichtiger ist als unser Dua in der Nacht. Wisst ihr, welche Ibadah das ist? Das ist keine Ibadah, die man sehen kann. Das ist eine Ibadah, die sich im tiefsten Inneren des Menschen und des Herzens abspielt. Es handelt sich um eine Ibadah des Herzens. Was ist das für eine Ibadah? Salam. Absolut korrekt. Salamat al-Qulub was-Sudur. Dass unsere Herzen rein sind. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran über Laylat al-Qadr? Er sagt über diese Nacht, Salamun hiya. Sie ist Friede. Und dieser Friede, der muss sich auch im Herzen widerspiegeln. Dass ich keinen Hass, keinen Neid, keinen Groll gegenüber meinen Mitmenschen empfinde. So zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala auf, dass es genau darauf ankommt. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. An jenem Tag, an dem weder Vermögen noch Nachkommenschaft nützen werden, außer wer zu Allah mit einem ganzen und gesunden Herzen zurückkehrt. Und deshalb sollte ich noch einmal in diesen gesegneten Nächten, und es ist nur noch eineinhalb Nächte, in diesen gesegneten Nächten sollte ich noch einmal mein Herz überprüfen. Weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es auf den Punkt gebracht, indem er sagte sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudra. Wahrlich, im Herzen befindet sich ein Fleischklumpen. Idha salahat salaha al-jasadu kullu. Wenn er gesund ist, so ist der gesamte Körper gesund. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Und wenn er verdorben ist, so ist der gesamte Körper verdorben. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Wahrlich, es handelt sich um das Herz. Ich bitte Allah in diesen gesegneten Nächten darum, dass er mir vergibt mit den Worten Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Und da sollte ich derjenige sein, der als Erster auch bereit ist zu vergeben. Weil Allah Ta'ala, er liebt die Vergebenden. Allah, er liebt die Vergebenden. Allah, er liebt diejenigen, die bereit sind, über Fehler hinwegzusehen. Und Allah liebt diejenigen, die, wenn sie verstritten sind mit ihrem Bruder, sich zuerst bei ihnen entschuldigen oder den ersten Schritt machen. Und der bessere von beiden ist derjenige, der zuerst anfängt und zuerst auf seinen Bruder zugeht. Und in zwei Tagen ist Eid, inshallah. Und Eid ist immer ein Lackmustest. Ihr wisst, was ein Lackmustest ist. Das heißt, beim Eid stellt sich heraus, ob ich diese Worte wirklich verinnerlicht habe und in Taten umsetze, oder ob es einfach immer nur bei Worten bleibt. Beim Eid wird sich zeigen, ob ich wirklich bereit bin, meinen Bruder, den ich seit Jahren nicht mehr grüße, vielleicht einfach mal zu grüßen und die Hand auszustrecken und zu sagen, Eid Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Dass ich einfach mal meinen Onkel anrufe, mit dem ich verstritten bin seit Jahren wegen dem Erbe, und sage, Kulla amu unta bikhir. Es ist nicht einfach. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Aber das zeigt, ob du die Worte Allahs wirklich verinnerlicht hast oder nicht. Was sagt denn Allah Ta'ala über die Muttaqin?
Allah sagt, strengt euch an, wetteifert, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Wetteifert zu was? Zur Vergebung eures Herrn. Wir wollen die Vergebung. Allahumma innaka afu. Ich will, dass Allah mir vergibt. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Sagt Allah zu Abu Bakr al-Siddiq. Willst du nicht oder wollt ihr nicht, dass Allah euch vergibt? Strebt, wetteifert nach Vergebung eures Herrn. Wa jannah. Und einem Paradies. Arduha as-samawati wal-ard. So weit wie die Himmel und die Erde. U'iddat lil-muttaqin, vorbereitet für die Gottesfürchtigen. Und wer sind sie, ja Allah? Alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Jene, welche im Guten als auch im Schlechten spenden, wenn es ihnen gut geht und wenn es ihnen schlecht geht. Wal-kadhimin al-ghayz. Und jene, welche ihren Zorn unterdrücken und unter Kontrolle halten. Und jetzt ganz, ganz wichtig. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Und jene, welche den Menschen vergeben können. Lasst uns einander vergeben. Lasst uns einander verzeihen in diesen Tagen. Gerade hier in der Jama'ah. Ein Bruder hat sich mit einem anderen Bruder gestritten. Wallah, wir hatten das auch im Ramadan. Ja, streiten sich. Der eine sagt zu dem anderen, du bist das und das. Und der andere sagt, du bist das und das. Heute sollte ich hingehen und ihn umarmen wagen. Ma'alish, samihni. Vielleicht ist er auch hat er Unrecht getan für Allah. Verzeih ihm für Allah. Nicht für ihn, weil er so hübsch ist. Für Allah. Und seid ihr sicher, Wallahi, Allah Ta'ala, er wird dich um Stufen erhöhen. Er wird dir etwas geben, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Izzah nennt, Stolz. Du hast es geschafft. Und ich schließe ab mit diesem schönen Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wir kennen das alle, aber wir müssen das umsetzen. Wir wissen alle, meine Qasa, meine Mutsadaqa, aber es tut weh. Es tut weh, Geld zu geben. Es tut weh, jedes Mal, immer wieder. Muss man sich erinnern. Ja? Und auf drei Dinge schwöre ich. Ja, der Prophet schwört. Nummer eins, mein Naqasa Malum. Wir wissen es alle. Ja, hören es tausendmal immer wieder, Sheikh Maher. Ja, kommt irgendjemand. Ja, und wieder dasselbe. Ja, das ist so. Es ist nicht einfach. Wir wissen es, aber es ist nicht einfach. Und deswegen schwört der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Kein Vermögen wird weniger durch eine Spende. Nummer zwei. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبَدًا بِعَفْوٍ إِلَّا مَذَا عِزَّةٍ. Und Allah mehrt einem Diener durch Affen. Allahumma innaka afu. تُحِبُّ الْعَفْوَ فَعْفُ عَنِّي. Durch Afu, durch Vergebung, nur was Stolz. Allah wird dich nicht erniedrigen. Glaub nicht, dass du erniedrigt wirst. Im Gegenteil, Allah wird dich erhöhen. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَ. Und keiner ist demütig, bescheiden gegenüber Allah, außer dass Allah ihn erhören wird. Möge Allah Ta'ala uns zu den Afina an den Nas gehören lassen. Möge Allah Ta'ala uns die Kraft geben, dass wir einander verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben. Möge Allah ta'ala Liebe in unsere Herzen tun. Und Salam in unsere Herzen tun. Und Mahabba in unsere Herzen tun. Amin, amin, amin. Mubarakallahu fikum wa qumu ila salatikum. Yarhamuni wa rahamukum Allah.